Servus und herzlich willkommen bei Cheflog. Heute ist Lorraine auch mal wieder am Start, schon eine Weile nicht mehr. Mini Palut ist auch am Start, der guckt mir zu. Ich habe euch in dem Video von meiner Amazon-Bestellung vom November, also im Dezember, damals gesagt, ich habe noch was anderes bestellt, was ein bisschen Geld gekostet hat. Habe ich aber nicht verraten, was es ist, aber wir können es euch jetzt zeigen. Ist jetzt, wir haben jetzt Februar, Anfang Februar und es ist vor ein paar Tagen angekommen. Und heute bauen wir es auf. Ich drehe euch dazu rum. So, wir haben eine Karte bestellt von www.yourworldmap.eu. Ja, so sieht die Schachtel aus. Super verpackt. Wir haben sie zwar schon mal unten aufgemacht, aber noch nie reingeguckt wirklich. Und das wollen wir jetzt mit euch zusammen machen. Also, wir machen sie mal auf und gucken mal, was drin ist. Also, es ist eine große Landkarte, die man halt selber zusammenbauen muss. Hier hat man erstmal so eine Art, ja, Bedienungsanleitung, so eine Aufbauanleitung. Das hier sind so die Zwischenteile, um die Abstände richtig hinzukriegen zwischen den ganzen Kontinenten. Ja, dann schauen wir mal. So, dann haben wir hier einen Voucher, ein Geschenke-Voucher. Ach, mit 25 Euro Gutschein, sehr schön. Dann haben wir hier eine Thank you for your, das danke für die Bestellung bei www, also bei Your World Map. Genau, Schatz, du darfst mal öffnen. Das ist hier so ein bisschen versiegelt, damit auch ja nichts kaputt geht. Man muss dazu sagen, das ist komplett handgemacht. Deswegen dauert das auch eine ganze Weile. Ich krieg's nicht auf. Es kommt aus Lettland. Ja. Die ganze Geschichte, das ist ein kleines Familienunternehmen. Es ist gut versiegelt, man sieht's. Oh ja. Einfach hochmachen. Nee, geht nicht. Toll, so. Jetzt haben wir es kaputt gemacht, na sowas. So, genau, es ist ein Familienunternehmen in Lettland und es wird wirklich alles komplett selber gemacht, alles nach Kundenwunsch ja, bearbeitet. Die Holzteile, die da drin sind, werden wirklich mit einem Pinsel angemalt und mit Schwämmen. Es wird alles wirklich in feinster Kleinarbeit gemacht. So, hier haben wir solche Pins. Irgendwie so. Die kann man dann irgendwie auf die Holzpaneelen drauf machen, wo man halt schon war. Genau, da müssen wir uns dann mal gucken, weil so Pin ist das, ne? Also theoretisch soll man die pinnen können. Ja, wir müssen mal schauen. Wir legen die erstmal zur Seite. Also es sind doch wirklich alle dabei. Die sind nicht im Ursprungspreis mit drin, man kann sie aber zusätzlich mitbestellen. Genau. So. Klappen wir mal hoch hier. Oh, sehr schön. Also man sieht schon, es ist wirklich, also hier, da wohnen wir irgendwo, da so in der Ecke da so. Ja, wir werden jetzt erstmal sämtliche Teile lösen und das erstmal auf dem Fußboden ausbreiten, die ganze Geschichte, um zu gucken, wie es dann aussieht. Hier sind die ganzen kleinen Inseln, wir müssen nochmal gucken, wie wir das wirklich am dümmsten machen. Also man sieht auch hier das Graue, das sind die Abstandshalter. Genau, um halt wirklich die richtigen Abstände dahin zu kriegen und man klebt das dann wohl alles ja, hinten mit doppelseitigem Klebeband fest. Das muss wohl auch sehr stark sein. Dreh mal rum. Genau, also von hinten, man sieht, es ist wirklich normales Holz und auf der anderen Seite wirklich dann bemalt, so wie wir es wollten in der Farbe. Also ist auch qualitativ auf den ersten Blick richtig gut. Genau. Also ich verlinke euch natürlich die Seite mal unten in der Infobox und ja, wir schauen mal. So, noch zur Info, das ganze Ding soll irgendwo, also das Ding hier soll weg, das ist nun nicht mehr so wie der Burner und dort soll das Ganze dran. Wie gesagt, wir legen das jetzt erstmal auf den Fußboden, das filme ich jetzt nicht, ihr werdet dann sehen, wie es aussieht, wenn wir es hingelegt haben, bevor wir rumfluchen und dann werden wir hier, ich denke, eine Timelapse machen, wie wir das alles irgendwie an die Wand bringen. So ist der Plan, wir werden sehen. So, wir haben es jetzt auf den Fußboden gelegt, ohne die kleinen Inseln, ohne den ganzen, was so nebenbei noch ist, die Boote und das andere drum und dran. Und das machen wir dann alles wirklich an der Wand dran. Ich drehe euch mal rum. So, so sieht das jetzt aus. Also man sieht, hier sind die ganzen Abstandshalter dabei, die wir halt, wie gesagt, dann benötigen werden. Ja, also uns gefällt es jetzt schon. Das heißt, wir bringen das jetzt irgendwie dort an die Wand an. Da, das heißt, das allererste ist erstmal die Karten ab, also die Bilder, die jetzt dran hängen, die jetzt sowieso schon schief hängen, die drei Nägel raus und dann geht's los. Wie gesagt, ich mache einen Zeitraffer, ihr seht's gleich.
So, es ist vollbracht. Ja, ich zeige euch das mal hier. Seht ihr das? Was sagst du? Fazit. Ist eine ganz schöne Friemelei. Also die kleinen Inseln, die großen Sachen war echt fix gemacht. Auch wirklich super vorgefertigt alles. Also auch diese ganzen Hilfsplatten, die man halt wieder abmacht. Hat alles mega gepasst. Ne? Mhm. Ja, die kleinen Inseln ist schon echt heavy. Mhm. Aber es hat Spaß gemacht irgendwie. Also wie Puzzeln für Große. Ja, Worten hat sich gelohnt, denke ich. Ja. No. Also wenn ihr selber das mal machen wollt, es dauert wirklich seine Zeit, aber es lohnt sich. Die Qualität ist echt Bombe. No. Kostet auch einiges. Genau, wie gesagt, ich verlinke euch das mal. Wir hatten so einen Rabattcode, weil wir kurz vor Weihnachten bestellt hatten, ich glaube. Genau, und guckt einfach dort immer mal rein. Wie gesagt, gebt den Leuten Zeit, beschwert euch nicht gleich wieder, dass es die 14 Tage nicht schafft oder die 4 Wochen. Die brauchen halt wirklich ihre Zeit. Qualität braucht ihre Zeit und die haben halt auch mit der ganzen Pandemie zu tun gehabt. Lettland war dicht und die konnten nicht raus und die haben kein Material gekriegt. Also habt Geduld, das ist kein Scam. Ihr könnt das wirklich machen. Ich verlinke euch die, wie gesagt, unten in der Infobox. Wirklich mega Arbeit. Unzählige Einstellmöglichkeiten, was ihr an der Karte haben wollt. Ob das mit 3D sein soll, also dass das ein bisschen abgehoben wird. Farben konnte man auswählen, die Größen konnte man auswählen. Also wir haben jetzt 1,50 m x 90 m, sind völlig zufrieden damit. Also es ist wirklich die ideale Größe bei uns. Ja, also ich denke, kann man auf jeden Fall machen. Es ist ein kleines Familienunternehmen, was dort das macht. Und wir hatten einmal eine E-Mail geschrieben, da kam auch prompt eine Antwort. Ansonsten kamen auch immer mal wieder Updates, wie weit die Produktion ist und dass das eingegangen ist. Auch gleich am Anfang, wir haben das abgeschickt gehabt, also wir haben die Bestellung aufgegeben gehabt und da kam an dem gleichen Tag, ja, ist eingegangen und am nächsten Tag kam gleich, dass wir bitte ein Verständnis haben sollen, dass die halt wirklich gerade hinterherhängen mit der Produktion, weil so viel einging, weil halt, wie gesagt, durch die Pandemie, also da hat sich auch sofort entschuldigt. Ja, also wie gesagt, und wenn ich danach gefragt habe, wie weit Seider kam, ja, es ist mitten während der Produktion, es ist alles super, es wird rausgeschickt und eine Woche später oder so kam dann die E-Mail, es ist losgeschickt worden. Genau, und dann konnte man genau nachverfolgen, richtig, wo es gerade in welchem Land, ist. Genau, wurde mit GLS verschickt, also alles super, alles schick, kann man wirklich machen. Auch die Verpackung und alles, es ist nichts gebrochen gewesen, nichts beschädigt gewesen. Genau. Alles super gepasst. Das Einzige, was wir jetzt nicht gemacht haben, sind diese Pins, beziehungsweise wir hatten damals gar keine Pins bestellt, wir hatten die Klebepads bestellt, weil wir gesagt haben, okay, auf den ganzen kleinen Inseln, das wird zu unübersichtlich, beziehungsweise man sieht dann von der Insel nichts mehr. Aber gut, das müsst ihr halt dann selber wissen, ob ihr das machen wollt oder nicht. Wie gesagt, wir haben jetzt gesagt, das machen wir nicht, weil es uns so einfach besser gefällt. Genau. Also wie gesagt, von uns eine volle Empfehlung, gar keine Frage. Genau. Ansonsten gerne Abo da lassen, gerne einen Daumen da lassen. Es fehlt nicht mehr viel bis zu 1.900, bald haben wir es geschafft. 13 etwa noch oder so, zumindest jetzt, wo wir das Video drehen. Und ja, genau. Ansonsten bleibt es nur noch zu sagen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.